So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Novus. Und ich habe mir angeschaut, was ich machen muss. Und wir schauen uns sofort auf den Server. Ich habe ja in der letzten Folge darüber geredet, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich Sulfur herstelle. Ich habe den perfekten Weg gefunden. Ich dachte, es muss viel schwieriger sein, aber es geht richtig einfach sogar. Und ich wette, das ist etwas, worauf keiner von euch gekommen wäre. Denn ich bin genial. Nee, Spaß bin ich nicht. Aber es ist echt ein interessanter Weg, den ich nicht erwartet hätte, dass er so einfach ist. Wie dem auch sei, wir haben andere Sachen zu tun. Und zwar ist der Tesseract die erste Priorität. Und zwar brauche ich direkt zwei Stück. Ich will aber ganz kurz nochmal nach der Turtle schauen, was die jetzt gemacht hat. Das sieht sehr gut aus. Du bist eine sehr brave Turtle gewesen. Eventuell lasse ich das sogar so. Vielleicht baue ich den Raum noch weiter aus, aber eventuell lasse ich das sogar so. Muss ich mir noch entscheiden. Aber ich glaube, prinzipiell kann man es erstmal noch so lassen. Und das ist ganz cool. Gut, dann würde ich sagen, ist es jetzt an der Zeit. Diese ganzen Viecher da unten, Alter. Ich muss auf jeden Fall ausleuchten dort irgendwann mal. So, wir räumen hier mal kurz weg, was wir nicht brauchen, also alles. Und check mal ganz kurz, wie ist es vorangegangen in der Zeit, wo ich weg war. Ja, ein bisschen ist wieder dazugekommen. Die Quarry läuft halt auf Hochtouren nach wie vor. Das ist sehr gut. Wir machen als allererstes Tesseracts. Und... Hallo? Ich glaube, es laggt. Ja, okay. Ich werde noch ganz kurz schauen. Tesseract, was ich genau dafür brauche nochmal. Also, ich gehe mal davon aus, sagen wir mal, Hardenglas brauche ich auch. Dann nehme ich Obsidian und Leadment, okay? Das ist kein Problem. Obsidian. Nehmen wir einfach mal einen Stack mit und Lead nehmen wir auch einen Stack mit. So. Sind wir schon mal da bedient. Dann brauche ich als nächstes. Dann haben wir das Glas auf jeden Fall. Ja, obwohl, das muss ich gar nicht so machen eigentlich. Ich wäre mit Quarz gegangen. Egal, lassen wir es erstmal so. Enderium Ingot. Dafür brauche ich Pyrotheum Dust. Ich glaube, das habe ich noch. Zwei Stück. Brauche ich aber mehr? Das ist die Frage jetzt. Kann ich es machen? Das ist die nächste Frage. Fragen über Fragen. So, ich kann aber auf jeden Fall mal. Machen wir mal vier davon. Und dann brauche ich Kohle. Nehmen wir mal einen Stack mit, den wir pulverisen können. Wir haben ja eine Menge Kohle jetzt, sehe ich gerade. Außerdem ist es ganz gut. So, dann gehen wir in erster Linie mal da dran, dass wir die Kohle in den Pulverizer packen. Hier. Das Shiny hier ist fertig geworden, das ist sehr gut. Ich habe ein fettes Standbild gerade. Jetzt läuft's, okay. Das Shiny wollte der mich anscheinend nicht rausnehmen lassen. Da hat er keinen Bock drauf. Das hier ist auch fertig und leer. 30 Reinforced Alloys, sehr gut. Und das hier ist sowieso schon lange fertig, das haben wir ja schon vorher gesehen. So, nehme ich aber alles mal mit trotzdem. Dann haben wir das mal alles entleert fürs erste auch. Ich weiß nicht, ob die Dinger... Die werden halt hundertprozentig nicht reichen, aber ich habe es halt jetzt automatisch und ich kann halt noch welche machen, wenn ich es brauche. Das ist halt schon mal ein guter Standpunkt, von dem ich ausgehen möchte. So, als nächstes. Wir haben das Shiny. Jetzt warte ich auf die Kohle, das heißt, da muss ich nochmal Kohle holen. Oh, warte mal, was ist hier? Bist du nicht eingesaugt? Buggt ein bisschen, ne? Das Ding gerade. Die Kiste ist nicht voll. Hm. Dann buggt es einfach nur ein bisschen. Whatever. So. Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier drüben nach. Das füllt sich weiterhin und das hier ist wahrscheinlich auch schon fast... Ne, das wird leer. Okay, gut. Das füllt sich nur ganz langsam oder wird halt leer über Nacht. Ah, stimmt. Über Nacht wird das hier leer gesaugt, während das hier noch voll ist. Okay, verstehe. Da frisst die Quarry doch noch zu viel Energie. Gut. Wir nehmen mal die Kohle mit. Das Sulfur auch erstmal. Ich brauche tatsächlich, also, keine Ahnung, die Sulfurherstellung, die wird geil. Die wird geil. Also ich habe alles für die Folgen durchgeplant, die ich jetzt dann mache. Ich kriege die Erze für 5 Wochen, glaube ich, fertig sogar in der Zeit, wo ich dann praktisch, wenn ich wieder zurückkomme, werden alle Erze für 5 Wochen sein. Hoffentlich. Das ist der Plan. Schauen wir mal, wie es aufgeht. So, also Pyrotheum Dust mache ich noch ein bisschen was. Ich dürfte jetzt alles dafür hier drin haben. So, 8 Stück reichen auf jeden Fall, locker. So, und dann schauen wir weiter zum Tesseract. Da brauche ich jetzt nämlich das Enderium dafür. Und für das Enderium brauche ich eben das Enderium Blend. Und dafür brauche ich Resonant Ender Bucket. Das heißt, ich nehme einen Eimer mit den Enderperlen. Und ansonsten brauche ich noch Tin Dust und Silver Dust. Das kann ich beides noch herstellen. Und das Shiny habe ich schon. Okay, und dann ist das alles. Tin Dust, Silver Dust und Shiny habe ich schon. So, das heißt, wir nehmen mal Tin und wir nehmen Silver. Und das kann ich mal beides eigentlich auch oben reinpacken. Beziehungsweise eines davon halt mal. Kann ich mal durchlaufen lassen. Also, hier halt rein. Das Tin zum Beispiel. Da muss ich jetzt wieder... Warte mal, wo war das hier? Das muss ich wieder einschalten. Nee. Hier auf Output. Dann sollte das passen. Dann wird das Ding jetzt nämlich erstmal hier fertig und wird dann... Energietechnisch sollte das aber trotzdem laufen, ne? Das fühlt sich immer noch. Ja, das passt. Okay, alles gut. So, und hier drüben... Nee, nicht das Ding. Wo wollte ich schauen? Irgendwas wollte ich jetzt... Genau, hier wollte ich schauen. So, die Kohle können wir rausnehmen, die brauchen wir jetzt nämlich gerade nicht mehr. Hier packen wir dafür aber dann das Silber rein. Dann wird das Silber pulverized und das brauchen wir als nächstes, neben dem Tin für das ganze Zeug jetzt. Das Tin, der Dust, ich muss schauen, wo der landet hier, ne?
Das heißt, ich müsste dann natürlich entweder das von Energie nehmen oder ich schalte es hier einfach aus. Transporter Config. Hier, Auto Eject Off. Easy. Dann kriegen wir das dann, ganze Tinders nämlich dann einfach hier rein. Quatsch, nee, hier rein. Hier ist es dann. Genau. Rein theoretisch könnten wir da dann jetzt ein paar Speed Upgrades reinballern. Die haben wir hier drinnen. Die kann ich einfach mal rausnehmen. Kann ich die nicht alle auf einmal rausnehmen irgendwie? Das nervt ein bisschen. Egal, kann man nichts machen. Kann man nichts dran ändern. So, dann packen wir mal zwei in jeden oder so, würde ich sagen. Zwei in jeden ist, glaube ich, ganz gut für den Anfang. Oder warte mal, zwei. Hier sind schon welche drin im Crusher, ne? Nur Speed. Viele? Vier. Machen wir hier mal zwei von denen noch rein. Dann machen wir hier mal drei rein. Und zwei von denen. Und dann machen wir hier den Rest rein. Und drei. Nee, Quatsch, hier machen wir auch nochmal drei rein. Ne, hier machen wir zwei rein. Hier machen wir zwei rein. Und einen von denen. Ja, das ist der Plan. Einen von denen. So, das ist natürlich eine unregelmäßige Zahl, aber das macht ja nichts. Dann ballern wir hier drei rein. Wir müssen hier nochmal drei ran. Und dann müssen hier nochmal. Ne, hier passt es schon. Hier nochmal drei ran. Dann ist das alles auf Max Speed, wie es jetzt sein sollte. Das sind zwei. Eigentlich hätte ich hier dann machen sollen, weil ich die gerade mehr brauche. Egal. Das wird im Endeffekt sowieso so sein, dass das dann später alles so funktioniert. Gut. Das Tin reicht, glaube ich, der Dust. Oder? Wie viel Tin das brauche ich? Ich glaube, ich brauche mehr Silber als Tin, oder? Ne, ich brauche mehr Tin als Silber, so rum war es. Dann warte ich noch ein bisschen kurz. Dann nehme ich halt mal das Silber in der Zeit schon mal mit. Davon habe ich nämlich dann schon genug. Das heißt, wir können das hier eigentlich rausnehmen, weil das brauchen wir dann hier eigentlich gar nicht mehr. So, und ballern das dann hier ran. Dann soll das direkt nach dem Tin halt durchgeballert werden da. Sehr gut, sehr gut. Mir gefällt das sehr gut. So, dann gehen wir mal kurz runter. Kümmern uns in erster Linie das gleich mal, wie gesagt, mit dem Tesseract. Also wir können das hier wegpacken. Die Kohle brauchen wir auch nicht mehr, das Lead kann auch weg. Das ist der Pyrotheum-Dust, das brauchen wir noch, um den Rest herzustellen. Das Enderium. Dann brauche ich noch Buckets. Nehme ich mal 5 Stück mit. Ich weiß nicht, wie viel ich im Endeffekt brauchen werde. Und bei Skate kann ich mir Bronze nehmen, hat er gesagt. Also werde ich das Angebot dankend annehmen und nutzen. Und mir dort eben das Bronze holen, was ich dann jetzt für den Tesseract-Frame brauche. Also Quatsch, für den gefüllten Tesseract-Frame. So rum ist es, glaube ich. So, ich warte noch auf eines, weil ich brauche immer 2 Tin, glaube ich. Und dann kann ich 8 Enderium machen. Ja. Das passt auf jeden Fall. So, dann können wir jetzt hier wieder ausschalten. Du gehst jetzt wieder auf. Ich immer auf das Falsche. So, Auto-Eject ist on. Ballert der das jetzt wieder raus. Genau, braver Junge. So, dann gehen wir zu Skate. Der ist hier irgendwo in der Mitte. Hier. Der direkt am Anfang ist er sogar. So. Nutzen seine Geräte aus. In erster Linie muss ich jetzt mal craften. Ich gehe da an eine Workbench fürs Craften. Nicht, dass ich irgendwie. Ja, wisst schon. Das sind sowieso noch meine Enderperlen, also die kann ich mir hier problemlos rausnehmen, denke ich. So, sehr gut. Und jetzt Magma Crucible kann ich halt noch mehr reingeben. Machen wir nochmal 5 rein. Weiß nicht, wie viel ich im Endeffekt brauchen werde. Ich brauche noch einige. Warte mal, wie viel kommt da bei einer rein? 250 ist eine. Ja, okay, das heißt, ich kann gleich alle rein tun eigentlich. So. Dann kommt dann nochmal einer raus. Ich lasse es mal kurz dabei und schau mal, wie das jetzt aussieht, wenn ich das jetzt mal crafte. Tesseract, so. Diesmal sind wir deutlich schneller unterwegs als letztes Mal auf jeden Fall, das muss man halt sagen. Oh, warte mal, ich sollte das Glas zuerst noch machen, stimmt natürlich. Das heißt, wir gehen in den Pulverizer. Mal kurz Lead und dann das andere Ding noch, das müssen wir oben reinpacken. Wie war das nochmal mit dem Glas? 4 Obsidian, 1 Lead, das heißt, ich brauche gar nicht so viel Lead. 2, machen wir mal 4. 4 sollte reichen. So, ups, eins noch, so. Und dann das Obsidian hinterher. Das kann dann ruhig ein bisschen mehr sein. Und dann machen wir währenddessen das. Lag. Danke. Währenddessen das halt arbeitet, den anderen Kollegen fertig. So. Da brauche ich jetzt 16, damit ich das dann herstellen kann, richtig? Ja, 4 zu 1, 16, ja. Wow, das ist echt teuer. Hätte ich nicht erwartet. So, gut. Dann das Silver, das Shiny. Zack, Enderium, zack, Enderium, zack, Enderium, zack, Enderium. Da bleibt sogar eine Menge über. Wir brauchen gar nicht so viel. Da können wir nochmal ein Tesseract on top machen. Easy peasy. So, die ganzen Enderperlen sind durch. 3000. Es wird knapp, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das wird jetzt dann echt kritisch. So, erstmal scheiß auf das Glas. Wir machen das mal einfach zuerst. Da bleibt mir wieder aus dem Pyrotheum das über. Aber ist nicht schlimm. Keine Ahnung. Tut keinem weh. Damit kann ich leben. So, das passt. Eigentlich könnte ich da jetzt nur noch 2 Lead hinterherlegen. So, dass wir eben auf das richtige. Warum habe ich eigentlich Ingots genommen, anstatt das. Ja, okay. Nee, ja. Ja, eigentlich ist es egal. Im Endeffekt, die Ingots werden ja dann zu den. Ich halte mal. Gut, so, haben wir das fertig?
Da oben, ich warte mal auf 4 Enderium. Ist hier noch was drinnen eigentlich? Nee, na, das ist mal rausgenommen. So. Das heißt, ich muss dann tatsächlich warten. Es geht aber auch echt viel Ressourcen. Ja, okay, da hat jetzt ein Digital Miner immer wieder aufgestellt, ne? Aber er hat ja nichts direkt verwertet, so? Anscheinend nicht, ne? Das ist krass. Das ist echt krass. So. Ich kann jetzt überall sogar spoilern eigentlich, rein theoretisch. Also, ich kann überall hingehen, ohne zu spoilern, das wollte ich sagen. Weil alles hundertprozentig danach geschieht, nachdem ich es gemacht habe. Warum habe ich gerade Damage bekommen? Ich stand da nicht mal drin, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Okay. Weil ich nehme halt jetzt so weit. Also die Folge ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich sie aufnehme, ist es eine Woche danach, locker. Wenn nicht sogar noch mehr. Also es ist echt schon a pretty long time. So. Senderium mal so. Wir haben schon 2 Tesseracts. Da kommt halt noch mehr. Wir können halt 4 Tesseracts machen. Krass, ich brauche aber nur 2. Aber ich nehme über das Geld mal die Dias dafür raus. Für 2. Ja. Mehr brauche ich nicht. Der hat eh genug. Wer hat, der hat. So. Aber das geht sich mit dem Pyrotheum perfekt aus. Okay. Ich könnte in der Zeit während des... Obwohl, das dauert gar nicht so lange. Ich warte das jetzt einfach ab. Da, vielleicht verschwende ich ein bisschen Zeit, aber ich warte das jetzt einfach ab. Was ich sagen wollte, was ich in der Zeit hätte machen können, wäre mich zurückporten und an dem anderen Zeug arbeiten. Er hat übrigens 3 Metallurgic Infuser, fällt mir gerade auf, ne? Ein Obsidian, einer Redstone, einer... Ja. Werde ich auch sowieso früher oder später machen. Garantiert. Garantiert. So. Was gucke ich hier gerade noch? Ich wollte irgendwas gucken, aber ich weiß jetzt nicht mehr was. Lass mal was gut sein. Packen wir das hier rein. 620. So, dann können wir das noch hier aufteilen. Zack, zack. Ja, okay, jetzt kann ich eigentlich auch auf 4 Tesseracts machen. Skate, ich borge mir die Diamanten bei dir. Wenn du sie zurückhaben willst, darfst du sie dir gerne nehmen. Es tut mir sehr leid. Aber Diebstahl ist mein Ding. Kappa. So. So, das ist verkehrt rum. Gut, dass ich das direkt merke. So, da kommen wir mal auf einen Tesseract. Ich brauche mal 2 auf jeden Fall. Das heißt, die werde ich auf jeden Fall mal machen. So. Ups. So, zack. Und zack. Und die baller ich dann hier rein. Ich glaube, einer... Was? Der braucht so viel. Der braucht noch mehr. Oh mein Gott, hat Skate Enderperlen. Skate hat eine Enderperl-Farm. Aber ich habe die noch nicht gesehen bisher. Das ist das Ding. Deswegen gehe ich einfach zu Heiko. Was soll's. So. Enderperle. So, nehmen wir mal einfach mal. Der hat hier die Farm, wie gesagt. So. Zack. So, und dann wieder zu Skate zurück. Und dann wieder hier hin. Der einzige Grund, warum ich mir keine Enderperl-Farm baue, ist halt einfach, weil die anderen das schon haben. Hat halt keinen Sinn mehr so direkt, ne? Wenn man sich das mal so überlegt. So, das soll sich dann weiter füllen und dann wird das da auf jeden Fall hoffentlich laufen. Der frisst halt, also er braucht 5000, glaube ich, für einen. Das heißt 10.000. Das ist teuer. Das ist echt teuer. Muss man mal sagen. Oh, warte mal, mir fehlt da irgendwas. Ein Lied. Brauche ich nochmal Obsidian. Okay, machen wir das noch. Kriegen wir hoffentlich noch hin. So. Der erste ist fertig. Der zweite ist fertig. Oh, brauche ich gar nicht so viel. Hä? Woran lag denn das? Achso, das hat einfach nur so lange gedauert, oder? Hä? Was? Ich verstehe dieses... Ja, okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. So, machen wir das da hier ran. So, das hier ran. Dann warten wir kurz auf das Harden Quest. Dann mache ich jetzt einfach alle Tesseracts direkt, wenn ich schon da bin. Wenn ich schon dabei bin, mache ich das direkt. So. Ich kann gar nicht alle machen. Mir fehlt schon wieder ein Harden Quest. Ich verspekuliere mich pausenlos, Leute. Ich sage euch das. So. Eines und dann nochmal Obsidian hinterher. So. Machen wir den Kollegen noch. Jetzt sollten wir gleich das auch noch fertig bekommen. Ja, voll, perfekt. Kommen wir mal einen harten Quest dazu. Und dann haben wir den Krams. Das kommt jetzt hier noch rein. Das dauert echt so lange einfach. Das ist das Problem dabei. Lol, habe ich nicht gewusst, dass das echt so lange dauert. Einfach. Krass. Das sind jetzt wieder nur 2. Ey, was mache ich eigentlich in meinem Leben? Was mache ich wirklich in meinem Leben? Wieso verchecke ich das die ganze Zeit? Egal. Ich habe eh für die nächsten Folgen schon die To-Do-List geschrieben, also ist es nicht weiter schlimm. Die will ich auf jeden Fall noch abarbeiten daneben, damit das schon mal klappt. Es soll nämlich unbedingt schon mal Sulfur produziert werden, bevor ich dann morgen wieder die nächste Aufnahmesession habe, was dann die letzte sein wird. Damit ich dann schon mal wirklich mit allem anfangen kann praktisch. So, 3-mal Tesseract. 4. Tesseract incoming. So. Zack. Hier rein. Mach dein Ding. Schwing dein Ding. Und dann gehen wir hier hin und machen Tesseract Full Frame.
Nee, der hier. So. Einmal. Oh, jetzt fehlt's an Bronze. Jetzt fehlt's an Bronze. Gut, dann kann ich es eigentlich auch bei mir craften. Komm, dann mach ich den Rest bei mir. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Skate, für deine Gastfreundschaft, was das angeht. Ich werde den Rest bei mir dann machen. So, komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja. Komm zu Papa. So, ich bin hier unten. Mittlerweile kriege ich das ganz gut hin mit dem Teleporten. Jetzt zum ME-System. Zum ME-System. Auf, zum Atom. So. Dann gehen wir ganz kurz an die Sache hier ran. Den Tesseract Frame Full. Dreimal reinballern. Dann den Scheiß reinballern. Zack. Den Scheiß reinballern. Den Scheiß reinballern. So, und jetzt brauchen wir zusätzlich zu dem ganzen Kram jetzt eben noch, wobei eigentlich reicht einer erstmal. Ich meine, ich brauche sicher noch einen, ja. Ist mir schon bewusst. Ich brauche noch einen Tesseract, das ist mir ganz klar. Das Ding ist einfach, der reicht für die Energie für den Digital Miner erstmal. Und das ist das, was mir jetzt gerade wichtig war. Aber gleich wird es Nacht. Ich gehe nur ganz schnell noch hin und stelle das bei dem eben auf und konfiguriere das schnell. So, dass der halt weiter Sand abbaut, weil Sand brauchen wir halt dann, wie gesagt. So. Minicraft Energy, Set Frequency. Energy, Receive Only. Und das andere ist beides blockt. So. Der ist aber hier falsch, der soll nicht hier stehen. Sondern der soll hier stehen. Baust du jetzt ab? Good boy. Sehr schön. Haben wir das geklärt? Dann gehen wir kurz schlafen. Das Bett ist eh hier unten jetzt mittlerweile, also können wir da fix pennen gehen. Ja, you can only sleep at night. Es ist gleich Nacht. Ich weiß, dass es jede Sekunde Nacht ist. Lüg nicht! Die Sonne geht unter! Sag ich doch. Ich wusste es. Ich hab eine innere Uhr in Minecraft. Ja? Da ist ein Vieh. Gut. Schauen wir mal weiter, wo wir jetzt stehen geblieben sind. Wir wollten auf jeden Fall... Ich kann auch diese Tourist schon den Cookofen machen, genau. So. Und zwar brauchen wir für den Cookofen ja wieder die Void Fluid Pipe und eine Wooden Pipe. Die Wooden Fluid Pipe. Und Energie, das heißt, wir nehmen die Cable wieder. Die Advanced Universal Cable, genau die hier. Die benutzen wir jetzt nämlich überall. Sinnvoll wäre es eigentlich schon fast. Wäre es überhaupt sinnvoll, so viel Kabel zu verwenden oder wirklich für jeden Raum einen Tesseract zu haben? Das ist halt das Ding jetzt. Wäre halt schon heftig, für jeden Raum einen Tesseract zu haben. Keine Ahnung. Warte mal, wir können ja einfach. Also hier die Wand wird sowieso sein. Also hier werde ich das reinmachen. Einmal eben wird hier das mit dem Fluid zerstören hinkommen. So. Und da die Void Pipe ran. Das Ding muss nur gepowert werden, damit das jetzt zerstört automatisch die Flüssigkeit. Und hier daneben kommt dann das andere Ding hin. Da muss ich mir jetzt eben die Pipe für machen, glaube ich, weil die habe ich nicht. Transporter. Und da brauche ich ganz schlechte nur. Basic Logistical Transporter. Basic Logistical Transporter. Die hier. Und davon brauche ich nur die schlechten, wie gesagt. Und ich brauche halt genug, dass es. Ich glaube 24 reichen. Nehmen wir die noch mit. Configurator haben wir ja auch am Start. Dann passt das schon. Und die Schlauen unter euch werden jetzt schon sehen, was wir machen. Und zwar gehen wir jetzt einfach hier hin und von hier. Oder ich kann es eigentlich von da unten machen, glaube ich. So. Ich frage mich nur, wie ich da am besten unter der Treppe vorbeikomme. Ich glaube, es geht aber hier. Warum ist hier überall ein Loch? Was ist das für ein Scheiß? So. Ne, hier ist die Treppe. Okay. Das heißt, wir müssen da eins tiefer bleiben. Das macht aber nichts. Das heißt, wir gehen einfach hier vorbei. Okay, noch nicht ganz. Das sieht schon besser aus, aber wir müssen hier nach hinten. So, und zwar hier rein. So, und das Ding muss jetzt hier auf Push. So, und dann muss das einfach. Oh, warte mal, ich kann das eigentlich auch so machen, wenn es mir gerade einfällt. Dass ich es einfach hier hinsetze. Und dann hier auf Push setze. So. Dann gehen wir hier runter. Und das Kabel führen wir jetzt hier durch die ganzen Dings durch. So. Durch die ganze Welt. Einmal rundherum. So. Alles verkabelt. Im Endeffekt kann man das alles mit Tesseracts lösen, aber für manche Dinge werde ich dann halt immer Kabel verwenden, einfach weil es nicht so aufwendig zum Herstellen ist. So. Und dann geht das hier rein. Und das ist dann der Punkt, wo es auf Pull gestellt werden muss.
Ja, doch, Pull stimmt, ja. Ich habe gerade kurz überlegt, aber nee, stimmt schon. Und ich habe überlegt, ob das nicht genau mit dem Ding auch funktionieren sollte. Mit einem anderen Ding, ob das in die Void Pipe reingeht, das ist die Frage. Ich weiß es nämlich echt nicht, aber wir können mal schauen. Und zwar nehmen wir dazu die Pressurized Tube. Habe ich sogar eh noch. Dann will ich das mal ganz kurz ausprobieren, weil wenn das funktioniert, wäre das natürlich brillant. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Aber es geht nur ums Prinzip erstmal. So, und zwar machen wir das Ding hier dann weg. Ups. Das wollte ich nicht. So. Dann machen wir das Ding hier hin. Aber das verbindet sich weder mit einem. Ja, okay. Gut. Können wir vergessen. Ich dachte, vielleicht funktioniert es. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Kann man leider nichts machen. Da ist das Glück nicht auf unserer Seite. So. Dann müssen wir dieses Ding hier lediglich noch powern. Und da werde ich jetzt diesmal echt eine Engine verwenden. Weil die Energie da halt echt wasted wäre. So. Und dann machen wir also so eine ganz klassische Engine. Die Folge wird ein bisschen länger, aber das macht ja nichts. Und zwar einfach die Redstone Engine. Ist da das Einfachste, was es gibt. Ich habe kein Holz, also ist doch relativ schwierig herzustellen, wie ich gerade gesehen habe. Muss man echt mal sagen. So. Wow, was war das? Ich habe es, glaube ich, kaputt gemacht. Das ist irgendwie eine komische Farbe. Lul. So, warte mal. Wie hieß das? Was soll ich machen? Engine, Sticks, Wood. Genau. So. Gut. Gut, dass ich nicht hängen geblieben bin. Easy. So. Engine. So. Jetzt so ein Engine. Ich habe wieder kein Holz. Oh mein Gott. Was ist denn los mit mir? So. Zack. Redstone Engine. Dann brauche ich einen Lever. Habe ich eh noch. Nehmen wir die Dinger noch mit. Zack. Ja, ja, ja. Sei ruhig. So. Dann stellen wir das Ding hier auf. Kann ich eigentlich irgendwie aufstellen. Das ist eigentlich, glaube ich, egal. Ne, so geht das. Doch, das geht so. Ups. Ich baue hier direkt alles ab einfach. So. Jetzt muss es funktionieren. Machen wir hier zu. Was jetzt passiert, der Cokeofen ist jetzt vollautomatisiert mit dem Blast Furnace. Und wenn ich jetzt hier hingehe und sage, das mache ich nochmal ganz kurz, Iron. Wir nehmen einen Stack Eisenblöcke und dann nehmen wir Coal. Einen Stack Kohlblöcke. Jetzt mit den Kohlblöcken müssen wir dann, also da können wir einen Hopper noch dazu machen, damit das halt klappt. Das mache ich dann später in der nächsten Folge vielleicht. Aber das kommt jetzt hier halt rein. Anschließend wird das dann darüber befördert und kann dann halt hier das machen. Und das kann man dann voll automatisieren, dass es ins Main-System geht und alles mögliche. Aber prinzipiell geht es halt erstmal nur darum, dass überhaupt Stil hergestellt wird. Und ich logge mich jetzt sofort aus. Wir haben die zwei Sachen von Dudes geschafft. Und der Kamerakku blinkt. Ich wechsle dich gleich aus, mein Freund. Zuerst beende ich die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns morgen wieder bei Novus. Haut rein und ciao.